Ein strahlendes Hallo, meine lieben Zuschauer hier auf YouTube. Ich grüße euch zu einem neuen Video. Die machen gerade Stand-up-Paddling, aber egal. Das lässt mich eiskalt. Deshalb mache ich auch die Aufnahmen authentisch, direkt, transparent hier auf Mallorca. Um was dreht sich denn heute dieses Video? Um Ziele, die zu erreichen sind. Ich habe jetzt mit meinem Journalbuch, das ich 2021 in einem Ringordner für mich selbst erstellt habe, immer perfektioniert, immer ausgebaut, immer weitergemacht. 21, 22. Und ich muss feststellen, alles, was ich da reingeschrieben habe, ist wahr geworden. Ich habe das manifestiert und bin direkt auch gleich in die Handlung gegangen. Und Ziele sind so, wenn du ein Ziel hast, ein konkretes Ziel hast, das messbar, terminiert ist und smart ist, gehen die Ziele auch in Erfüllung. Das heißt, wenn du was manifestierst, musst du auch in die Handlung kommen. Du kannst nicht von manifestieren und dem hoffen, dass das in Erfüllung geht, dass du manifestierst, du bekommst 10 Kunden oder 20 Kunden. Nein, du musst in die Handlung kommen. Du musst in Action kommen. Du musst in die Umsetzung kommen. Jochen Schweizer sagt, mit der Hand am Arm gewinnst du deine Kunden. Jochen Schweizer hat damals sein Imperium zur Weihnachtszeit begonnen mit Gutscheinflyern und hat die von Haustür zu Haustür gebracht in seinem Viertel, wo er gewohnt hat. Und so hat er die ersten Kunden erreicht. Heutzutage hast du viel mehr Möglichkeiten, wie du an Kunden kommst, wie du an Social Selling machst. Das kannst du über TikTok, Instagram machen. Aber bitte keine Kaltakquise. Mach die Warmakquise, mach die Heißakquise. Zeig Begeisterung. Zeig, für was du brennst. Zeig dein Produkt, zeig dich. Denn du bist die Marke. Du bist Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständige, Selbstständiger, wo du was reißen kannst, wo du mehr machen kannst, wo du noch mehr Umsatz machen kannst. Denk mal 10-mal mehr. 10x. Denk mal 10x. Wenn du 10x denkst, 10-mal mehr, bekommst du auch 10-mal mehr zurück. Du musst aber 10-mal mehr geben. Denn das Leben besteht aus Geben und Nehmen. Und wenn du jetzt interessiert bist für mein Zielsuchjournalbuch, das am 10. Januar rauskommt, trag dich unten in meine Liste ein. Und es kostet in der Erstauflage 29,95. Und ich will dieses Journal mit dir noch verbessern, noch ausarbeiten, weil dazu gibt es nämlich noch einen Online-Kurs, wo ich auch noch für dich erstelle und mit dir zusammen ausarbeiten tue. Danke.